Und in Erfurt begrüße ich Sven Fiedler, den Sprecher des Patenschaftsnetzwerks für afghanische Ortskräfte. Warum geht diese Hilfsaktion so zäh voran? Ja, das ist eine gute Frage. Das Hauptproblem ist natürlich, dass man mit der Rettung der Menschen bis zum allerletzten Ende gewartet hat und wir jetzt die Schwierigkeit haben, dass alle Menschen oder alles außerhalb des Flughafens Kabul von den Taliban kontrolliert wird und wir da natürlich keine Handhabe haben. Das heißt, wo wir der afghanischen Regierung noch sagen hätten können, bitte sorgt dafür, dass die Straßen frei sind, dass wir unsere Ortskräfte evakuieren können, so sind wir jetzt auf Gedeih und Verderb den Taliban ausgeliefert. Und das funktioniert offensichtlich nicht so gut, wie man sich das gehofft hat vielleicht. Also hätte man früher beginnen können und müssen? Also wir als Verein sagen es ganz klar, seit dem Abzug der Bundeswehr im Juni haben wir als Verein immer wieder aufgezeigt, wo die Schwierigkeiten liegen, warum wir die Ortskräfte nicht rechtzeitig rausbekommen. Und in unseren Augen, spätestens nach dem Fall von Kunduz und allerspätestens nach dem Fall von Mazar-i-Sharif, hätte jeder wissen müssen, dass der Fall von Kabul nicht mehr so in sehr weiter Ferne liegt. Und da hätte man spätestens anfangen müssen, in großem Maßstab zu evakuieren. Warum das nicht stattgefunden hat, wissen wir natürlich nicht. Und Sie waren ja nicht die Einzigen, die das gesagt haben. Es waren ja auch andere Hilfsorganisationen, die gewarnt haben. Warum wurden Sie nicht gehört? Also, warum wir nicht gehört wurden, das kann Ihnen natürlich nur die Bundesregierung beantworten. Da möchte ich jetzt auch nicht spekulieren, weil, wie Sie vielleicht verstehen können, aus dem Frust der Nichtgehörten erwächst immer ein etwas harsches Urteil und das wird vielleicht der Lage auch nicht gerecht. Dann was würde denn jetzt heute der Lage gerecht? Was müsste Ihrer Meinung nach jetzt passieren? Das ist eine sehr gute Frage. Also eine abschließende Antwort haben wir natürlich auch nicht. Man hat natürlich jetzt nach unserer Sicht zwei Möglichkeiten. Entweder man spricht mit den Taliban und überzeugt die irgendwie dafür, dass sie in Kabul und gerade am Flughafen die Ordnung herstellen und wirklich nur die Menschen am Flughafen auftauchen, die wir evakuieren möchten. Oder wenn man es so wie bisher lässt und dass die ganzen verzweifelten Menschen, die so verzweifelt sind, dass sie sich an startende Flugzeuge klammern, wenn man die im Raum des Flughafens lässt, fällt mir persönlich keine Möglichkeit ein, wie man geordnet die Menschen evakuieren möchte. Denn wer sich an startendes Flugzeug hängt, der hängt sich auch an Fahrzeuge, die rausfahren, an Busse, die reinfahren, an Helikopter, die starten. Wie gesagt, man hat den verzweifelten Menschen jetzt nur eine Fluchtmöglichkeit gelassen. Und in ihrer Verzweiflung sind die bereit, mehr oder weniger alles zu tun, um irgendwie in Sicherheit zu kommen. Und wie das noch geordnet von westlicher Seite aus gesteuert werden kann, erschließt sich mir nicht. Vielleicht hat da die Regierung eine tolle andere Lösung. Ich lasse mich gern positiv überraschen. Nun ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass auch Sie über welchem Übertragungsweg auch immer in Kabul gehört werden, möglicherweise von Deutschen, die auf eine Ausreise warten. Was würden Sie diesen Menschen empfehlen? Was würden Sie ihnen raten? Also wir haben den Ortskräften, für die wir uns ja hauptsächlich erstmal verantwortlich fühlen, schon sehr oft Tipps gegeben, die, und das muss man leider so sagen, zum Teil dadurch darin geendet haben, dass sie jetzt in Kabul gefangen sind, dass sie nach einem Anruf vom Auswärtigen Amt zum Flughafentor gegangen sind und dort schwere Verletzungen davongetragen haben, weil sie in der Menge am Flughafen eingequetscht wurden, niedergetrampelt wurden. Darum möchte ich jetzt gerade den Deutschen keinen Tipp geben. Das Auswärtige Amt sagt, die Leute sollen erstmal zu Hause bleiben, bis sich die Situation beruhigt. Und wie gesagt, mehr kann ich den Menschen auch nicht sagen, weil die Lage ist wahnsinnig angespannt und gefährlich, gerade in Kabul, gerade am Flughafen. Und da möchte ich nicht am Ende einen Tipp geben, der vielleicht die Menschen in Gefahr bringt. Was halten Sie von der Idee, zu versuchen, über andere Länder, zum Beispiel über Pakistan, zu fliehen? Ich sage mal, wenn die Leute es schaffen, über Pakistan zu fliehen und dort aufgenommen werden oder vielleicht von dort sogar die Chance bekommen, nach Deutschland auszureisen, ist das sicher eine Option für viele Menschen. Allerdings gerade in den besetzten Taliban-Gebieten haben wir als Verein so gut wie keine Informationen mehr. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, ob vielleicht, wenn die Wege nach Kabul kontrolliert werden, warum sollen nicht die Wege nach
Islamabad, nach Pakistan kontrolliert werden von den Taliban. Und wenn die ganzen Ortskräfte oder wer auch immer fliehen möchte, dort in die Straßensperren gelangen, wo die Öffentlichkeit und gerade die internationalen Medien nicht so genau hingucken, weiß ich nicht, ob das jetzt die viel bessere Alternative für die Menschen ist. Sven Fiedler, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.